Hallo, moin, willkommen zu so einem neuen Hack. YZ, Nate Dan und die ganze Bagaluten Cowboy Gang, die haben mich gebeten, mal ihre neue Kollaboration zu spielen. Die alte hatten wir ja auch schon. Das sind ja keine unbekannten Jungs, ne? Von denen haben wir schon ganz oft was gesehen und ganz oft sehr gute Sachen gesehen. Und die Magie dabei ist, dass sie immer besser werden. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Auf SMW Central gibt es den Hack auch. Sollte ich es vergessen haben, ihn zu verlinken, dann sei mir das bitte verziehen. Habe ich bestimmt. Gibt gerade keine Progression. Das heißt, man kann sich alle Level angucken und das werden wir vermutlich dann auch machen. Ja, das ist von vornherein. Das ist wie so ein gemischtes Buffet hier. Man kann überall rein. Ja, Biscuit Canyon. Den machen wir zuerst. Mit dieser Banjo-Kazooie-Musik. Und das ist überraschend Stereo. Ja, irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen befremdlich. Ich mache gerade mal die Musik auf meinen Ohren ein wenig leiser. Ich fühle mich hier gerade wie ein Windkanal. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, aber das ist ein schönes Lied auf Stereo gepolt. Links und rechts verschiedene Dinger. Und ich wusste gar nicht, dass das Super Nintendo sowas überhaupt kann. Tja, das ist schön, ne? Da steht zwar immer Stereo bei, aber irgendwie hat das bisher niemand geglaubt. Und mittlerweile wissen wir, spätestens seit heute, es funktioniert. Es wurde schon angemerkt, dass man hier teilweise mit der Zeit ein wenig Probleme kriegen soll. Also mit der Zeit, ihr wisst schon. Man hat dann halt zu wenig Zeit, um den Level durchzuspielen. Aber das ist ja jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. So, da muss ich bestimmt hoch. Mit diesem Kollegen hier. Ich speichere mal und springe hier rein. Ja, hier gibt es ja tatsächlich gute Sachen. Und ein Maulwurf. Aber der Maulwurf, der macht das gar nicht so angenehm. Ich mag das ja, wenn man so auf zwei verschiedene Arten, dass du durchspielen kann. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der da oben jetzt über diese Girlande läuft. Tat er aber nicht. Der hat mich natürlich mit nach Strich und Faden verarscht wieder. Aber das ist nicht schlimm. Sowas kennen wir ja schon. Und ich finde es schön, wenn es ein Hack ist, der von mehreren Leuten gemacht ist, wo sich alle Leute dann auch Mühe geben in den Leveln. Und es scheint ja hier der Fall zu sein. Wir haben ja mit SMW Central Production ziemlich ja, ins Klo gegriffen damals. Da hätte ich mir eigentlich auch mehr von vorgestellt. Und ich meine, es gibt ja auch einen zweiten Teil davon, den wollte ich eigentlich unliebsamerweise nicht so gerne machen. Denn das ist nicht gut für meinen Blutdruck, glaube ich. Ja, überhaupt nicht. Dann wäre ich nur wieder sauer. Und ihr findet das ja gut. Das ist ja wieder das Problem. Maddie, spiel mal wieder was Schweres. Mach mal wieder irgendwas, wo du richtig sauer wirst. Ja. Warte, ich versuch's mal so. Ah! So. Das ist geil. Guck mal. Das war sogar richtig. Ich fühle mich jetzt total bestätigt. In allem, was ich tue. Na! Aber das hier ist schon ein bisschen nervig. Weil es ungewohnt ist. Ich weiß ja jetzt nicht unbedingt. Ich mach das erstmal so. Ja. Holen wir mal die Ranke raus hier. Ja, und sonst so, alles gut bei euch. Ich werde ja immer nach Sachen gefragt, ne? Das ist immer das Schöne. Aber auch das Positive, weil wenn ich nicht danach gefragt werden würde, dann wäre es euch ja egal. Und das ist auch nicht gut. Ich gehe jetzt nochmal hier. Ich hoffe mal, ich kann hier runter. Ja. Ich fand's aber jetzt eigentlich doch nicht so intelligent, hier runter zu gehen. Ich meine, das ist ja eine schöne neue Welt hier, aber wie kommen wir denn jetzt hier wieder rauf? Ach so, das ist jetzt hier der Loser Canyon eigentlich, ne? Da kommt man dann rein, wenn man das nicht richtig macht. Ach so. Aha. Na gut. Habe ich natürlich sehr viele Power-Ups jetzt verbraten. Aus Jux und Dönekes, aber das ist egal. Wir kriegen das schon irgendwie gedeichselt. Irgendwie wird es funktionieren. Aber dann müssen wir hier. Hier müssen wir aufmachen. Ja. Wo war das hier? Das, Ach, genau. Nehmen wir ihn halt nochmal mit. Nehmen wir halt nochmal die Route hier. Das Doofe ist, man weiß nicht, wo die Maulwürfe jetzt runtergehen und wo nicht. Man darf denen ja nicht vertrauen. Das sagen wir schon sehr lange und sehr oft und sehr richtigerweise. Aber. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen verwirrt gefühlt. Habt ihr vermutlich gemerkt, da mit dem rausgeschossen werden, das ist so eine Sache, an die man sich gewöhnen muss.
Und ich hoffe mal, jetzt haben wir das. Ja, okay. Hier ist ja Gottlob ein Power-Up drin. Okay. Hier ist auch noch nicht richtig. Man konnte es ja sehen, ne? Wenn man einmal hier runter ist, konnte man ja sehen, dass man hier hin musste. Ich fühle mich unwohl hier in dieser Maulwurfhölle. Guck mal, jetzt. Nee. Es gibt ja Entscheidungen, die ich mag und Entscheidungen, die ich nicht mag. Und das hier ist definitiv eine Entscheidung, die ich nicht so mag mit den Maulwürfen da unten. Das ist. Oh, ist aber auch wieder Geschmackssache, ne? Andere Leute sagen, boah, geil, hier so eine Höhle voller Maulwürfe ist echt. Boah. Ich glaube, ich kaufe mir das für zu Hause. Ja. Und andere Leute sind dann eher so wie ich und sagen dann so, Maulwürfe muss jetzt nicht unbedingt. Wie ist eigentlich mit dem hier? Das wäre doch auch mal eine Maßnahme. Ich muss ja irgendwie da durch, ne? Ja. Ja. Dann lege ich das mal hier runter. Und hab gedacht, ich könnte dagegen treten. Das ist frech hier! Tut mir leid, das speichere ich jetzt, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu langweilig, das 100 Mal machen zu müssen. Da gibt es bestimmt irgendwie so eine Art, wie das besser geht. Irgendeine, die ich gerade jetzt noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Sonst hätte ich die ja angewendet. Aber warum habe ich denn jetzt einen Slowdown? So erkläre es mir doch. So, dann geht's hier auch lang. Ist übrigens schön, dass es keine P-Switch-Musik gibt. Dann ist man im Flair drin. Weiterhin. Ah! Ich habe mich gerade schon wieder mein Fahrrad schieben sehen. Also nachdem man einen Platten gekriegt hat. Okay, Punkt 2. Ich weiß größtenteils nicht, worauf ich landen kann und worauf nicht. Das ist vielleicht jetzt auch meiner Dummheit geschuldet. Ja. Zum Beispiel hätte ich gedacht, da ging es nicht weiter. Da hätte ich nochmal hochrennen müssen, hätte ich gedacht. Aber war nicht so. Aber sonst gut. Sonst gut. Es folgte einem eigenen Thema. Und das fand ich sehr schön. Nun muss man sich da, also müsste ich mich dann auf dieses Thema dann auch per se einlassen. Apfelallergie. Das sieht gruselig aus. Was war da gerade hier eigentlich für eine Musik? Ich gehe mal davon aus, dass ich. Ja, dieses Geräusch, was ich auf dem linken Ohr habe. Genau das, was ist das? Es hört sich an, als wenn da irgendjemand einen Gartenschlauch benutzen würde. Ich gehe mal hier unten lang. Immer nur so ein bisschen, so einen Sprühstoß und dann ist wieder gut. Ui. Auch gut. Gehen wir mal hier oben lang. Was mit ihm? Ah. Gibt ja auch welche mit so Steinen. Ach so, da ist nur ein extra Leben drin. Ja, tut mir leid, Kinder, ich bin hier gerade ein wenig angespannt. Also gehört dieser Sandstrahler dazu? Na gut. Ich meine, ich muss ja auch nur informiert werden. Ah. Das ist auch nicht schlecht. Hier einfach mal das. Ich fühle mich hier gerade ein wenig belästigt. Gut, das sage ich jetzt offen und frei raus. Ein wenig. Von diesen komischen Flammenfuzis hier. Ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt. Ja, sowas drin ist, dass man auch wieder zurückkommt. Aha. Na, schön. Und wäre man einfach so da reingesprungen, dann hätte man das Erwachen seines Lebens gehabt. Das ist frech. Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit dieser Tür irgendwo hinkommen. Sondern. Ah, oh, doch! Vielleicht. Ja. Das wiederum finde ich hier gerade sehr witzig. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Eigentlich. Aber ich bin auch gerade für offen für sowas. Ich weiß auch nicht. Einen guten Tag heute erwischt. Für neue Ideen. Manchmal gibt es ja so Tage, da hat man einfach keinen Bock auf neue Ideen. Da will man den ganzen Blödsinn machen, den man schon kennt.
zum Beispiel hier einfach rüberkommen. Wie ist das hier? Dann warte ich mal darauf, dass er Schwung genommen hat. Und dann kann ich das auch machen. Ich gehe einfach rein. So. Ich habe schon gespeichert da in der Reingehbewegung. Und das sieht jetzt hier gerade ein bisschen wichtig und gefährlich aus. Gut. Ah. Na gut. Ich muss ihn mit Äpfeln bewerfen. Ja. Ein Apfel am Tag hält einen Geist fern. Yeah. Bang. Aber die Äpfelbäume jetzt ein bisschen schöner auch machen können, ne? Ein bisschen. Ich meine, man erkennt es als Äpfelbäume, ja. Aber Bäume zu malen ist schon schwierig. Kann ich auch nicht. Nee, kann ich echt nicht. Man macht das ja immer so einfach, so wie so eine Wolke quasi mit Stock dran. Aber das ist ja jetzt nicht so der beste Weg. Aber reicht eigentlich. Jeder weiß, was gemeint ist. Physics. Ich gehe mal davon aus, dass in der Apfelallergie noch ein Secret Exit ist. Aber ich gehe auch gerade nicht davon aus, dass ich suchen möchte. Da oben war ja noch Bespaßung. Und diese Bespaßung können wir uns ja geben. Wo sind eigentlich unsere ganzen Leben hin? Also unsere Power-Ups. Alle verbraten in einem Geisterkampf. Geisterkampf. Okay. Das scheint hier Peacewitch-Land zu sein. Ach, genau. Ja, oder da gibt's gar kein Secret Exit. Ich meine, ich würde ja jetzt nach einem suchen. Und ich kann es an der Karte auch nicht erkennen. Gerade weil alle Level halt von Anfang an schon freigespielt sind. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass hier nichts ist. Und sollte hier noch eins sein, könnt ihr mir das gerne kommentieren und dann würde ich es noch suchen. Aber erstmal gucken wir uns hier die Rikikir physikalischen Elemente der... Oho. Boah. Das ist gruselig. Und übrigens gibt es in ganz vielen Hacks solche, ja, teilweise Mechaniken, die immer wieder reingenommen werden. Und ich habe das Gefühl, dass hier eine der beliebtesten Mechaniken die ist, dass in normale Blöcke, anstatt sie durchgehbar zu machen, Münzen reingesteckt wurden. Was natürlich jetzt nicht so schlimm und eigentlich nur gut ist. Okay. Den nehmen wir einfach mal mit. Ich habe das Gefühl, dass ich höher springen kann. Ist das richtig? Ja, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, den nehme ich einfach mal mit. So. Ja, das war bestimmt das Beste, was ich heute gemacht habe. Ja, die Fliegenboys hier, die sind schon gefährlich. Irgendwie ist die Physik aber wirklich ein wenig merkwürdig. Aber jetzt nicht schlecht, sondern einfach komisch. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass die Gegner hier ein bisschen... Ja, will ich hier hin? Das ist jetzt die große Frage. Ja, eigentlich nicht. Aber ein Extra-Leben ist viel wert. Ein schönes Extra-Leben. Damit kann man schon mal viel anfangen. Was mit ihm eigentlich? Das hat aber jetzt nichts mit neuer Physik zu tun. Der ist einfach nur ein bisschen doof. Ach, der kommt erst runter, wenn er sie... Eieiei, genau. So einer ist er. L. So, hier rauf. Dankeschön. Hast du gesehen? Ich hab dem eigentlich eine gezogen. Aber er hatte das Feuer schon auf der Brust und hat gesagt, nee. Das hat mit mir ja überhaupt nichts zu tun, sagt er. Na, verstehe ich. Aber dafür hat er ja die Quittung gekriegt. Das ist auch gut, hier einfach mal den umzuhauen. Ach, der hat noch einen Bruder. Na, den nehmen wir uns den mal zur Brust hier. Ja, 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 genau. Okay, ich sehe gerade, die Zeit ist gar nicht mal so, mein Freund. Ach komm, Kumpel. So. Da muss ich jetzt hier gerade ein bisschen Gas geben. Auch unter Einsatz meines eigenen Lebens. Ah!
Okay, kann ich da irgendwie rauf? Und wenn er mir jetzt sagt, dass ich zu wenig Zeit habe, dann wäre ich aber stinkig. Huh. Nee. Ja, ist es so, dass man das Springboard bis hierhin hätte mitnehmen sollen? Na, schon ein bisschen. Oh. Aber die Musik ist sehr gut. Die habt ihr schön ausgesucht. Ich fühle mich gerade wirklich wie in so einem Film. Einem gruseligen Film. Okay, habe ich es geschafft? Ja, ich glaube schon. Nehmen wir das hier mal an. Okay, jetzt gib mir aber mal einen Exit. Genau, das ist richtig. Dankeschön. Und wir nehmen sogar die Luxusvariante. Wir gehen hier oben lang. Nicht? Könnte man theoretisch machen. Und ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt sterben. Nein, es hat geklappt. Gut. Also so viel zu den ersten drei Levels. Morgen machen wir weiter. Ne? Ja.